meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2017 in Malaysia, diesmal mit dem Virus. Oh, Tag, Grüße, Servus. Dann wollen wir doch mal direkt gucken. Da, da, di, da, da. Gina mag ich so sehr. Standardreifensätze nehmen wir natürlich mit. Hier ist der weiße, der rote, alles klar. Mal gucken, was das Wetter sagt. So, dann wollen wir mal gucken. Session Info. Training ist bewölkt, aber trocken. Qualifying ist erst trocken und bewölkt und dann fängt es an zu regnen nach 20 Minuten, aber da sind wir meistens eh schon weg. Oh, und Rennen regnet. Stark Regen im Rennen. Ahaha. Geilo. Und da diese Strecke ja so gewisse Höhenflüge hat, da. Oi, 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 oi. Bin ich gut. Im Regen kommt der ganz gut zurecht. Das passt schon. So, erstmal wieder hier ein bisschen rumstellen, rumfentern hier. Ja, es wird schon passen so. Obwohl, viele Geraden gibt es ja hier. Ja, obwohl. Gib mir nochmal das blöde Täfelchen. Camilo braucht ja ein bisschen mehr Speed wie die anderen. Denk dran, hier hast du auch gute Kurven, ne? Ja, die Kurven gehen aber. Jojo. Ein Jojo. Ein Jojo. Gut, wird hinhauen. Alles klärchen. Dann lasst mich mal raus hier. Echt, Jeff? Hätte ich nicht gedacht. Du. Ja komm, lass mich raus. Geht doch. Sofort hier so ein, zwei Schleichkurven am Anfang nach der Box. Ja. Aber die Strecke ist wenigstens schön breit, das ist doch schon mal was. Alter, so schnell bin ich gar nicht, komm mal rum. Ja, diese zwei Schleichkurven, da wollte ich jetzt natürlich nicht unterbrechen, aber diese ein, zwei Schleichkurven erinnern mich irgendwie an den Monaco. Ja, du hast echt ein, zwei Kurven, wo du dich wirklich schön wegdrehen kannst. Das ist hier ein bisschen. Eindrehen ist hier wieder ein großes Thema. Besonders hier diese Kurve, ganz schlimm. Dann hier im Regen, ey, da freue ich mich überhaupt nicht drauf. Das wird interessant. Vor allem dann noch im Starkregen. Nee. Oh, da bist du mit dem Blauen unterwegs. Hei, hei, hei. Und das bei so manchen Kurven, wo du dann wegrutschen kannst, sag ich mal. Weil es ja regnet im Rennen, brauche ich die schnellere Dings nicht zu nehmen. Und die Einstellung kann ich auch eigentlich die mit die für Kurven geeignete Einstellung nehmen. Ist auch schon mal nicht schlecht. Eins wird hier natürlich nicht die beste Zeit. Boah, ist doch nicht schlecht erstmal. Man hat ja, wir haben ja noch keine Vergleichszeiten, deswegen. Das ist doch schon mal nicht schlecht.
nein. Zeit versaut. Einmal hinten etwas zu weit rausgekommen und dann ist Feierabend. Ah, wo war denn hier die Boxeneinfahrt? Ach ja, hier nicht, alles klar. Fuck. Oh, scheiße, wo eierst du denn rum, ey? Ich hab die Boxeneinfahrt gesucht. Aber die ist ja hier, alles klar. Ne, meine Zeit ist eh für den Arsch, da kann ich auch mir die anderen Reifen eben holen. Okay. Ah. Hamilton ist schon am zweiten. Und einmal neues Benzin bräuchte ich. Dankeschön, bitteschön. Ah! Bevor die gleich alle rausfahren. Scheiß weißen Reifen. Boxenstopp. Ah ja, das ist hier. Hör auf jetzt. Go, go, go. Macht ein bisschen hin hier. Dum, 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 dum. Jetzt geht's endlich. Mein Gott, hat aber Ewigkeiten genommen. Was? Nie. Wir nehmen das. Ja. Reifenauswahl. Oui, oui. Oh, jetzt wird es gerade voll auf der Strecke. Jetzt, wo ich rausfahre. Yeah. Los, Mädels, Heizdecken runter. Lasst mich raus. Oh, da schön lang gerade. Kann ich mir jetzt den Dreck wieder vor der Reifen pezen, ey. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Ja, Hauptsache eine Zeit fahren jetzt, ne? Also die Boxeneinfahrt, muss ich auch sagen, ist ja easy. Ja, nur man vertut sich mit dem Schild, weil das ziemlich weit hinten ist. Bottas, oh, der hat einen Bottas, der Hamilton, der Bottas hat einen Hamilton geschlagen. Uiuiui. Ja, so. Da haben wir jetzt. Wollen wir doch mal gucken, tu. So, nein, fertig. Spät, ihr bremst. So, Männers, werdet mal fertig jetzt hier. Geh, das ist Teamarbeit. Alter, was geht denn? Lauchveranstaltung hier. Hier, ja, Setup. Ich werde das hier behalten und dann ist gut. Kann man gut mitfahren. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei Reifeneinstellungen. 40,2. Oh, 10 vor 20. Super weich. Ja. Schauen wir uns jetzt erstmal die Zeiten an. Jawohl, 1,40, der Bottas mit 1,41, der Hamilton 42, Palmer mit 43, genau wie der Massa und dann der Hülkenberg mit 44, Eriksen mit 46. Joa. Live-Übertragung. Oh, die sind hier wahrscheinlich alle nicht so flink. Sagen wir mal. Da haben wir die Kamelle. Na, Zeit liegen gelassen. Ach nö, jetzt habe ich auch noch auf der schnellen Runde da diese zwei Pfeifen da vor mir. Nein. Diese Kurve hasse ich wie die Pest.
Aber was war ich denn? Falsch Knopf gekommen. Passiert. Ist das jetzt... Ne, das ist deine erste, noch nicht die gezählte Runde, ne? Doch. Leider. Aber komm doch jetzt mal rum. Blöde Pisskarre. Ist dann der gezählte. Zeit für den Horst. Zeit warne von Horst. Egal, egal. Oh, Boxenstopp. Hast du aber deine Zweitplatzierung hingelegt? Hundertstel vom Bottas weg. Mit 1,40974. Du hast 1,40869. Kannst du mal sehen. Ja, weil ich da ja dieses blöde Kiesbett da so ein Stück da. Nye. Dann fahren wir jetzt mal in die Box. Oh, das war wohl nix. Der Kimi war der Schnellste. What the fuck? Ist ja nur Training, ist ja wurscht. Ja, ja. Ja, die Kurven manchmal sind echt hier ein bisschen tricky. Man weiß nie so genau, wie man es am besten machen soll. Ja, diesmal die Boxeneinfahrt wird mir hoffentlich angezeigt. Ansonsten sagst du es nochmal, Boxengasse, Boxenstopp, und dann zeigt er. Ja, hatte ich ja schon. Die Linie an. Ausrecht, da muss er noch überholen. Absoluter Schwachsinn. Oh Mann, oh, jetzt hatte ich 900stel grün. Fuck. Egal, wäre noch Bestzeit gewesen, aber wurscht. Muss nicht sein. Gucken wir noch mal ein bisschen auf die Zeiten und dann ist das durch. Mann, Mann, Mann. Oh, 12 von 20 Wagen auf der Strecke. Ja, der Kimi, der scheint wohl seine Strecke zu sein oder so. Weiß nicht, oder es war einfach nur Zufall, dass die KI da irgendwie einen scharfen Moment hatte, keine Ahnung. Ja, einen scharfen Moment. Ja, guck mal, im ersten Sektor war ich schnellster, im zweiten Sektor war ich schnellster, nur im dritten Sektor, wo dann die Speed kommt, da bin ich dann wieder, da bin ich dann nicht der Schnellste, scheiße. Naja, da fehlen mir dann die Sekunde, ja. Sogar mehr als die Sekunde. Ja gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Qualifying wieder. Macht's gut, bis später. Ciao mit V.